Guten Morgen, ihr Lieben. Willkommen zu einem neuen Video von mir. Wir haben heute Montag, den 11.3. Ja, ich meine, wir haben den 11. Jetzt mein T-Shirt gerade zappeln hier. Wie ihr seht, Hummel ist auch mit am Start. Ja, wir haben gleich 8:30, oder? Ja, gleich 8:30. Kinder sind weggebracht. Ich hoffe, bei euch ist alles heile geblieben. Wenn man in den Nachrichten gehört hat, was alles passiert ist, bin ich wieder saufroh, dass es nur ein paar Kleinigkeiten waren und die jetzt auch nicht, wer weiß, wie dramatisch sind. Und ja, dass sogar unter dem Sturm, in dem Sturm, wie auch immer, Leute gestorben sind. Deswegen können wir froh sein, dass das bei uns Gott sei Dank glimpflich davon ging, und ich hoffe, bei euch war auch alles gut. Ja, dann bin ich heute Morgen U4 standen, oder wir alle, logischerweise. Und dann kriegte ich dann auf meinem Handy eine Nachricht, ob wir heute unsere Kinder zur Schule schicken. Natürlich. Es ist toi toi toi, nicht windig, regnet hin und wieder. Ja, dann geht das dann los, weil wir sind in so einer Gruppe. Es wird wieder stürmen und so weiter und so fort. Und ja, ich gehöre zu den Muttis, die böse sind und ihre Kinder in die Schule und in den Kindergarten schicken. Weil jetzt ist einfach nichts. Und wer weiß, ob überhaupt was kommt. Und dann hat der Ursel dann in die Schule gefehlt, ich sag mal, für nichts, ne? Und wenn es wirklich stürmen sollte, denke ich mal nicht, dass die Lehrer sagen, so, bitteschön, ihr kriegt alle eine Schnur an den Hintern. Und dann können da raus. Und die halten dann die Kinder alle in der Luft. Also das glaube ich auch nicht. Von daher, ja, habe ich das einfach mal gemacht, wie 100 andere auch. Aber es gab auch eben Leute, die ihre Kinder nicht geschickt haben. Soll auch jeder selbst entscheiden, wie es ist. Ich glaube, du weißt sowieso, oder man weiß sowieso nie, wie macht man es richtig oder nicht. Genau. Hast keinen Bock mehr? Zack, Kopf wieder auf Elena. Genau, ich werde jetzt hier wieder einmal durchsaugen, wenn man einmal mit Straßenschuhe durchläuft. Wenn man vorher im Leben war, sieht die Bude gut aus. Dann werde ich noch die Frühstücksbrettchen in die Spülmaschine tun, Decke machen, und dann habe ich das schon soweit alles fertig. Und dann werde ich dann gleich zu meinen Eltern einmal fahren kurz und gucken, was noch so ansteht. Ach, das ist die Müllabfuhr. Ich denke, wo geht jetzt die Welt hier unter? Ja, soweit ist heute nichts geplant, aber ich wollte euch mal zeigen. So sieht Udos Pampas Gras aus. Jetzt stehen, glaube ich, nur noch 3 oder 4 solche Dinger, die da am Zaun liegen. Jetzt muss ich mal meinen Finger suchen. Wo ist mein Finger? Hallo? Da liegen noch welche am Zaun dran. Die sind kaputt. Da liegt auch noch so ein Bambus-Ding da. Die Hühner waren mittendrin gechillt gestern beim Sturm. Die waren draußen. Also die waren hinterher. Erst waren sie reingegangen und dann saßen sie da, wo sie jetzt aussitzen, unter der Hütte. Ja, Zaun ist noch schief. Vogelhaus steht wieder gerade, aber das wollte ich euch alles gar nicht zeigen. Ich wollte euch Lennys Kresse einmal zeigen. Die haben wir übrigens schon gegessen. Die schmeckt sehr lecker. Aber das wollte ich euch auch nicht zeigen. Sondern Udo züchtet Rosen. Der hat meine Rose an schönen großen Rosen genommen. Und der hat irgendwo mal gelesen, dass wenn du die Rosenstiele abschneidest und unten irgendwie anschneidest und in die Kartoffel reingibst, also du musst ein Loch bohren. Du darfst nicht mit dem Stiel das Loch bohren, sondern mit so einem kleinen Bohrbit, wie auch immer, hat er da ein Loch eingemacht und dann den Ast da reingesteckt. Und angeblich, wenn die dann komplett verdörrt ist, soll der Stamm Wurzeln haben und dann kannst du die einpflanzen. Und angeblich soll eine neue Rose raus werden. Wir lassen uns mal überraschen, ob das was wird. Hier ist mein schönes, ich finde das ja immer noch mega geil, pinkes Orchideelein. Genau.
Juhu, ja, mich sieht man sogar mal wieder geschminkt, ne? Video dazu habt ihr ja schon bestimmt gesehen, wenn nicht, schaltet rein und guckt's euch an. Genau, ich werde euch jetzt fertig machen. Ich wollte eigentlich sagen, ich werde mich jetzt fertig machen und werde jetzt losdüsen und werde gucken, was es so Neues gibt. Also irgendwie ist das Wetter komisch, oder? Strahlend blauer Himmel, graue Wolken, es stürmt und dann wieder nicht. Es ist kalt und in der Sonne warm. Wer versteht das Wetter? Aber das geht ja noch. Sonne ist ja schön. Wenn ich sehe, woanders liegt Schnee, nee, da muss ich noch weniger haben. Kaum ist der Udo da, ist er da hinten schwarz wie die Nacht. Shame! Ja. Die Sonne scheint und da hinten ist es schwarz. Da bin ich wieder. Wir haben mittlerweile, wir haben schon 20 vor 7, Halleluja, wo ist die Zeit hin? Mein Schildchen steht hier, ich zeige euch jetzt, was wir gerade bei Action gekauft haben. Ich nix. Die Kinder, fangen wir mit einem Jungen an. Wie soll es anders sein? Ein Pestölchen. Und die Emma kommt eben nach mir. Die hat sich Kosmetik geholt. Das ist ein Labello, ein Zauberlabello. Wegen der kannst du es in Pink vermischen. Genau, so sieht der aus. Der riecht nach Banane, würde ich sagen. Und dann machst du den. Vermischt er sich in Pink. Genau, verwandelt er sich in Pink. Und dann hat man schöne pinke Lippen. Der hat, glaube ich, 70 Cent gekostet, 69 Cent oder so. Ja, und dann hat sie sich Kosmetik geholt. Sie kommt eben nach mir. Eine Lidschattenpalette. Dankeschön, eine Lidschattenpalette. Die gab es auch in hell. Aber meine Tochter, wenn es nicht knallig wäre. Das sind so Creme-Lidschatten. Dann zwei Nagellacke in lila und blau. Die Deckel, die sind cool. Das ist älteres Blau. Genau, so glitzerig. Ja, und dann hat sie noch vier Lipglosse. Vier Stück. Eins, zwei, drei, vier in dunkelblauen, hellblauen. In pinken und in gelben. Nee, das ist rosa. Ach, das ist rosa, verzeiht. Genau, das sind Pink sieht ganz dunkel aus wie meine Jacke. Hätte ich doch wissen müssen. Ja. Ja, das Set hat irgendwie 3 Euro, also knapp 4 Euro gekostet. Genau, das war das. Heute zum Mittag gab es Pizza Baguette, habe ich euch gar nicht gefilmt. Nee, habe ich in dem Moment nicht wirklich dran gedacht, aber ich denke mal, ihr könnt euch das vorstellen. Die hatten wir nämlich noch in der Truhe, da habe ich die gemacht. Dann haben wir eine ganze Zeit lang gar nichts gemacht. Zusammen ein bisschen Fernsehen geguckt, aber jetzt nicht so großartig. So, dann kam der Papa nach Hause. Das riecht Kaugummi, als riecht das auch. Das riecht nach Kaugummi, gut. Eis. Ja, dann kam der Udo nach Hause, dann hat man dann gequatscht und so weiter und dann bin ich dann mit den Kindern eben gefahren, was mich wirklich sehr ärgert. Die schwarze Wolke, die ich euch vorhin gezeigt habe, die war vorhin immer noch. Ich muss dazu sagen, die habe ich gefilmt, als der Udo da war, logischerweise. Kurz danach waren wir gefahren. Da hat man anschließend so einen schönen, hammergeilen, kräftigen, monstermäßigen, bunten Regenbogen gesehen. Regenbogenfarben. Genau, was anderes jetzt. Und dann sogar noch einen zweiten nebenan. Und was hat Steffi nicht bei? Weder ein Handy noch eine Kamera. Das hat mich geärgert. Aber naja, hier oben ist es abgespeichert und ja. Die hat eine Kamera, die hat eine Vogelkamera. Ja, das ist immer ein Vogel für den Vogel hier oben und eben. Ja, jetzt werde ich noch schnell Abendbrot machen und das war dann schon wieder. Tja. Ich mit meinem Zauberlabello hier. Ja, genau, jetzt werde ich mal Abendbrot machen, Brot und ein bisschen Salat. Und dann gucken wir mal. So, wir haben 20.15 Uhr. Kinder sind im Bett, zumindest schon mal oben. Schlafen tun sie nur nicht. Und jetzt geht meine Fassade ab. Jetzt kommt das wahre Ich zum Vorschein. Jetzt habe ich keinen Bock mehr auf Schminke.
irgendwann ist dann am Tag auch mal gut. Ja, wir haben noch zusammen Abendbrot gegessen und haben noch gespielt. Ja, dann haben die Kinder sich Bett fertig gemacht und sind dann hoch. Genau, ich habe die Vorbereitungen dann schon für morgen gemacht, also Sachen rausgelegt und so weiter und so fort. Ich lege jetzt gleich noch Brotbrettchen alles hin und Brotdose und ja, das habe ich immer gerne alles abends schon bereit liegen. Man braucht ja an einem Tag nur mal verschlafen oder mal nicht sofort aus dem Bett kommen, dann ist der Rhythmus, den man immer hat, nämlich dann direkt nämlich schon wieder hinüber. Und deswegen lege ich das gerne alles parat. Genau. Ja, wie gesagt, heute war mal nicht so viel los. Heute haben wir mal nicht so viel gemacht. Aber bei dem Wetter, was will man da auch schon machen? Das hat geschüttet, die Sonne war da. Dann war wieder nichts. Und ja, so ging das irgendwie den ganzen Tag. Eieiei. Ja, dann war ich ja, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählt habe. Jetzt weiß ich schon nicht mehr, ob ich das doppelt erzähle oder nicht. Wenn ja, dann wisst ihr das. Ja, war ich heute Morgen bei meiner Mama oder bei meinen Eltern. Die kleine Edda, das ist eine richtig drollige. Und Hanno, muss ihr mal zeigen, wer der Herr im Hause ist. Die beiden keilen, spielen. Hin und wieder vertragen sich auch. Also da ist jetzt nichts Bösartiges. Aber Hanno spielt eben ein bisschen wilder als Edda. Und dann gibt es da hin und wieder mal ein paar Meinungsverschiedenheiten. Ne? Wie das so in dem Kindesalter ist. Oder auch Erwachsenenalter. Ja. Nee, das hätte alles schlimmer kommen können. Ja, oder das ist eine kleine Süße. Klein. Noch ist es so hoch wie Hummel, aber ungefähr einen halben Meter länger. Aber solche Pranken. Also ich glaube, das wird ein Bär. Ich weiß es nicht, aber so sieht es aus. Ja gut, Bernardina ist groß, Ritschbeck ist groß. Ah! Fett im Auge tut weh. Also kann da ja eigentlich nur was Großes bei rumkommen. Oh. So ist das. Der Labello von Emma ist auch noch drauf. Der hält. Und ich muss sagen, der ist angenehm zu tragen. Also hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hätte gedacht, der trocknet aus oder so. Ne? Ist angenehm. Und die gehen wieder zurück. Das geht auch weg. Warum habe ich ihn nicht direkt weggeschmissen? Ja, sonst, wie gesagt, gibt es heute nichts Neues. Mal gucken, was morgen so ansteht. Also Termine, glaube ich, sind morgen auch keine drin. Heute fällt alles runter. Also heute gibt es so Tage, wo man einfach froh ist, dass der um ist. Ne? Ja, an manchen Dingen ist heute so einer für mich. Und das Schlimme ist, man holt ja schon so viel runter mit dem Pad. Und dann bist du anschließend erschrocken, wenn du dein Gesicht gereinigt hast, wie viel da noch runterkommt. Und wenn du anschließend noch mit dem Gesichtswasser lang gehst, da bist du noch mehr erschrocken, wie viel da noch runterkommt. Ja. Was deine Haut so erleiden muss. Ach ja, heute Morgen musste ich wieder miterleben.
Heute Morgen musste ich wieder miterleben. Ja, das habe ich euch erzählt mit dem Autofahrer, das weiß ich. Dass manche Leute laufen und fahren und als wenn sie ganz alleine wären. Aber muss es auch geben, sonst wird langweilig wahrscheinlich, ne? Ja. So. Gesicht ist soweit abgespült und sauber gemacht. Jetzt wird es gleich noch gecremt und das war es dann für heute. Ich sage einfach mal bis morgen. Ich wünsche euch einen schönen guten Morgen. Wir haben heute Dienstag, den 12.03. Und das Rotkehlchen sagt guten Morgen. Denn das frühstückt lecker. Gesehen, schwupps, war der Snack weg. Guten Morgen, jetzt seht ihr mich auch mal, so von Angesicht zu Angesicht. Ich habe mich geschminkt, ich habe heute mal alles schön in Pink gehalten. Kommt, holen wir euch mal ran. Ich denke, das sieht man wieder, das passt, ne? Genau. Ja, Video dazu habe ich jetzt nicht gedreht. Das ist ja langweilig. Ich ändere ja nichts außer die Farben. Ja, ich habe die Wohnung schon aufgeräumt, habe schon soweit alles fertig. Spülmaschine läuft. Ich werde jetzt gleich das Mittagessen schon anfangen. Heute gibt es Bohnen untereinander. Heißt natürlich Kartoffeln schälen und kochen, Fleisch anbraten, Bohnen rein und so weiter und so fort. Genau, dann kann ich schon fast meine Kinder wieder abholen. Und ja, sonst ist heute eigentlich nichts geplant, aber es kommt ja immer anders, als man denkt. Genau. Und sonst ist noch nicht wirklich viel passiert. Ich muss sagen, das Pink, das sieht gut aus. Genau. Ist für viele, für den Alltag natürlich zu doll. Aber es geht, ne? Genau. Ja, dann werde ich jetzt mal loslegen. Ich wollte jetzt nur mal selbst Hallo sagen. Es ist kalt draußen. Okay, wenn ich gerade sehe, wir haben knapp 7 Grad. Aber der Wind, der jetzt reinkommt, oder das Lüftchen, das ist doch ganz schön kühl. Wetter ist trüb. Jetzt gerade mal kein Regen, aber auch keine Sonne. Und ja, dann sage ich mal, bis später. Ich bin's wieder. Wir haben mittlerweile 16.10 Uhr und ja, als wir aus der Schule kamen, oder die Kinder, wie auch immer, haben wir hier Hausaufgaben gemacht. Ich habe nebenher noch Essen gemacht, gib Bohnen untereinander. Wir haben ja schon gegessen, Udo muss gleich essen. Dann zeige ich euch das nochmal, aber ihr kennt das ja schon, Bohnen untereinander, so ist es nicht. Ja, dann waren die Hausaufgaben fertig und dann haben wir uns aufs Sofa gesetzt und haben zusammen ein bisschen Fernsehen geguckt. Ja, das hat auch eine Stunde gedauert. Aber einfach mal in dem Moment nichts tun, ist auch schön. Und jetzt werde ich noch eben die Spülmaschine einräumen. Ich werde noch ein paar Mohnschnecken machen. Werbung, weil ich Mohn gesagt habe. ja. Und dann werde ich hier noch im Badezimmer das Waschbecken und die Toilette machen. Und das wird es vielleicht für heute sein, weiß ich noch nicht. Werden wir sehen. Das ist auf jeden Fall mein Plan. Genau, das wollte ich schon erzählt haben. Meine Kinder haben gesagt, das sieht heute sehr schön aus, das Augen-Make-up. Und im Kindergarten, da hat mich auch eine Mutter darauf angesprochen, dass sie es schön findet. Ja, und sonst, also das ist jetzt heute Make-up, das stört mich nicht. Also, dass da jemand was sagt oder so. Aber damals bei dem blauen, aber ich hatte, das war schon sehr, ja. Genau, und jetzt werde ich loslegen, sonst kriege ich wieder nichts auf der Reihe, ja. Sonst läuft das wieder nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Wie schön ist das denn? Ich kann euch jetzt sogar durch die Backofentür meine schönen, leckeren Teilchen zeigen. Konnte ich ja vorher nie.
Pinsel werde ich jetzt noch waschen und dann gebe ich gleich Abendbrot. Ja, wie das so ist, mittlerweile haben wir 20 nach 7. Ja, ich habe ungefähr gar nichts geschafft, was ich schaffen wollte. Übrigens, den Zopf hier, den Knötsch, den hat Lenny mir gemacht. Genau. Ich wollte ja meine Pinsel waschen, ich wollte das Badezimmer machen. Ja, das habe ich nicht geschafft. Der Udo war da, dann haben wir dann, also ich habe aufgeräumt und er hat, weiß ich gar nicht, was er gemacht hat. Und ja, dann haben wir jetzt zusammen Abendbrot gemacht und jetzt gegessen und gequatscht und ja, und so ist das dann nochmal. Das Einzige, was ich jetzt machen werde, ist mir die Fassade aus dem Gesicht streichen, schmieren, holen, wie auch immer. Und ja. Ja, dann haben wir gerade Wetternachrichten geguckt. Jetzt soll ab heute Nacht und morgen wieder ordentlich stürmen. Haben wir auch schon lange nicht mehr gehabt. Da habe ich Bock drauf, das kann ich euch sagen. Vor allen Dingen, ich bin ja generell, wie ihr wisst, ein Schisser, ne? Also was Wind anbelangt und Gewitter, das ist das Allerhöchste, da habe ich ja Panik. Also vor allen Dingen, wenn das dann noch nachts kommt, wenn es dunkel ist, wenn du überhaupt nichts siehst, wenn dich irgendwas erschlägt. Nee, aber das ist ja überhaupt nicht meins. Ja, dann hoffe ich einfach mal nur, es wird nicht schlimm und ja. Aber zum Wochenende sollen wieder knapp 20 Grad werden. Wunderbar. Jetzt frierst du dir den Arsch wieder ab und dann ist wieder warm. Das soll der Kreislauf und alles ordentlich mitmachen. Naja, aber machen kannst du nichts, ne? Ja. Zack. Dann ist der Tag heute auch schon wieder um. Das rast irgendwie alles nur noch. Ja, sonst wie gesagt, war heute ein ganz langweiliger Tag. Nichts Besonderes. Ja. Ach, ich muss den Lenny gleich noch abschminken. Der hat da nicht mitgekriegt, dass der Pflegestift von der Emma färbt. Und ist hingegangen, hat sich den heimlich genommen, schön um Mund, an der Nase, an der Wange. Ja, und dann kommt noch mal, ich so, was hast du denn gemacht? Nix, siehst du das? Ja, ich so, geh mal im Spiegel gucken. Und das ist so ein Ding, das, ich will nicht sagen, das geht nicht ab. Aber ja, jetzt sieht man das nicht mehr so gut. Ich habe hier noch zwei Streifen von gestern. Und ich habe mir, keine Ahnung, 100-mal heute Hände gewaschen gefühlt. Das ist nicht ab. Da muss ich jetzt gleich hingehen und dann mal mit Reiniger drüber gehen über das Kind. Ich sag, das ist, wenn man ungefragt an andere Sachen rangeht. Und der Udo kommt nach Hause, was ist denn hier passiert? Ja, so ist das. Opala. Ja. So ist das. Wie gesagt, war langweilig. Heute wird auch nichts mehr passieren. Ich muss jetzt gleich unbedingt schon mal das erste Mal heute. Also wenn man so geht, der zweite Mal heute, aber ich meine heute Abend, die Zähne putzen. Ich habe den Mond überall zwischen den Zähnen hängen. Ist immer sehr, sehr spannend. Ja. Naja, ich werde mich dann jetzt mal ausklinken hier und werde einfach mal bis morgen sagen. Es riecht nicht. Und das Rotkehlchen wünscht euch einen schönen Mittwoch. Wir haben heute den 13.03. morgens um 7:15. Und mein Meisen, ach ja, vor allem Meisen, Amselmädel ist auch da. Und Frühstück gerade lecker. Die ist auch so, wenn man rauskommt, da bleibt die noch sitzen. Und wenn man ihr ganz nah kommt, dann geht sie weg. Aber die ist gechillt.
Guten Morgen, guten Morgen. Jetzt zeige ich auch mal mein Gesicht, auch wenn es ungeschminkt ist. So ist das nun mal. Genau, mittlerweile haben wir schon 9:45. Ja, der Morgen, der war ein wenig hektisch. Der Ursel hatte heute Kirche. Da musste er was früher gebracht werden. Dann hatte ich noch einen Termin. Da musste ich vorher noch die Kleine wegbringen zum Kindergarten. Und ja. Alles durcheinander struselig. Das während Sturm und Regen. Ich habe ja schon wieder Bock. Ja, was soll ich euch sonst sagen? Die sieht jetzt noch aus wie Kraut und Rüben. Das muss ich noch bewältigen hier. Ich bin ja auch gerade erst rein. Ja, ich wollte euch aber trotzdem nochmal so von Aug zu Aug guten Morgen sagen. Anstehen tut heute nichts. Zumindest weiß ich noch von nichts. Aber wie immer werden wir sehen, wenn was ist. Aber ich wollte einmal zu euch sprechen, persönlich. Genau, jetzt werde ich hier erstmal Chaosbeseitigung machen. Was für Schlitzohren. Da sitzt einer, da sitzt einer. Badet der eine Schippe? Keine Ahnung, weg. Da sitzt er noch. Das andere ist ins Futterhäuschen geflogen und nascht da ein wenig. Mittlerweile haben wir 2:50. Ich habe mich doch spontan geschminkt heute in Petrol. Das sieht so aus. Ich muss ja echt sagen, dass, wie das geschminkt ist alles, soweit finde ich das schön. Nur weiß ich noch nicht, ob das so zu mir passt. Zumindest nicht in der Woche. Am Wochenende vielleicht mal, wenn man nicht rausgeht. So wie jetzt gehe ich auch nicht raus. Ich wollte einfach nur mal ein bisschen schminken. Und das ist der, ich glaube, der 5. Look mit der Club Tropicana Palette von BH Cosmetics. Und ich muss sagen, die ist wirklich sehr, sehr schön. Ich meine, das ist der 5. Look. Ne? 1, 2, 3, 4, 5. Genau. Ich mag mir das ja an. Aber deswegen, das wollte ich gar nicht gesagt haben. Ich war vorhin noch mit meiner Mama unterwegs, da waren wir immer bei Action und da habe ich mitgenommen 12 Hundekackerrollen. Kot. Genau, Kottüten. Die sehen so aus. Sind, ich glaube, 20 Stück auf Rolle. Und die sehen ganz toll aus. Dann habe ich bezahlt 2 €. Ich glaube 47, also da kann man nichts sagen. Ja. Mit Knöpfchen und Hundeköpfe und Haus. Ja, genau, Häuser und ganz gelb und so weiter und so fort. Ja, und dann habe ich mir mitgenommen eine LED-Lampe Make-up Mirror. 16 LED-Lights, so sieht die aus. 3 €, also knapp 4 €. Und jetzt packe ich die mal aus. Die gibt es in schwarz, in weiß. Ist ja nicht so, meine Kinder sitzen hinter der Kamera, wie man hört, ne? In schwarz, in weiß und in rosa. Und ich habe mir die natürlich, wie es anders nicht sein soll, in rosa mitgenommen. Und sehe schon das kitschige Teil. Du bist auch ein iPad. Du bist auch ein iPad. Mal gucken, ob das funktioniert. Cool. Schön in Pink, ne? Mit An- und Ausschalter und da kommen dann jetzt auch Batterien rein. Dann wird der Fuß dann hier drauf gesteckt. Und die Technik und ich, wir sind keine Freunde, das weiß ich jetzt schon. Achtung, 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 ich habe immer Angst, dass ich zang. Dann sieht das dann so aus.
kann man sich den dann stellen, wie man den braucht. Und hier sind die Lichter drin. Und ich habe jetzt wieder, natürlich ist natürlich keine Batterien. Kannst du mir mal 4 Stück holen? Ich glaube, 4 Stück stand da drauf. Braucht man. Genau, ja, genau. Die Batterien müssen wir mal den Papa nachher fragen, wo die sind. Ja, auf jeden Fall habe ich mir das schöne Teilchen geholt. Und hier mal gucken, wie das so ist. Auf jeden Fall, der Spiegel ist wunderbar, der zeigt die nackte Wahrheit. Der macht kein Verschönern und kein Verstecken. Ja, der ist schön groß, muss ich wirklich sagen. Und ich bin gespannt. Machen wir nachher. Ja, jetzt sind wir hier. Jetzt mache ich Mittagessen. Ich habe Nudeln gemacht. Die Kinder wollen Nudeln mit Ketchup. Ich mache nochmal Nudeln mit Carbonara-Soße. Genau. Und die Hühner schreien ja auch wie wild. Da hat wieder irgendeins ein Ei gelegt. Ich melde mich später nochmal. So sieht jetzt der Spiegel aus. Also wie gesagt, der ist schön groß. Da sieht man sich gut und das ist das zauberhafte Licht. Aber wenn es dunkel ist, muss man das vielleicht mal austesten. Jetzt logischerweise bringt das nicht viel. Da puckst du hier auf den Punkt. Oh, ist ganz gut. Hier geht jetzt gerade schon wieder die Welt unter. Oh, so langsam mag ich das aber auch nicht mehr sehen. So, mittlerweile haben wir 16:30 Uhr. Heute steht nichts mehr an. Der Tag wird wahrscheinlich langweilig für euch ausklingen. Für mich genauso, aber für euch noch ein bisschen mehr. Deswegen wollte ich den Vlog jetzt beenden. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss!